Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity im DLC Dead Kings. Und wir sind wieder in irgendwelchen Höhlen unterwegs. Wir sind wieder hier im Düsteren unterwegs mit lauter Schädeln und so, ne? Und der Grund ist, ja, wir sollen hier an eine Kiste von Napoleon rankommen. Und hier sind aber wieder hunderte Wachen natürlich unten oder hunderte Plünderer. Und wir haben aber auch schon einige gekillt oder Anführer gekillt. Dementsprechend sind wir da schon welche losgeworden. So. Hier würde ich gerne einmal rein. Denn da ist die Truhe, die wir haben wollen. Also hingeschlichen habe ich mich jetzt nicht unbedingt. Ich bin einfach hingelaufen und habe einfach unterwegs alles getötet. Hier haben wir noch eine rote Kiste. Die nehmen wir natürlich auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Oh, der war aber ziemlich eng da. Na gut. So, 10.000 haben wir hier drin. Dann haben wir da die Kiste, die wir öffnen wollen. Und hier haben wir aber noch eine Initiates-Kiste. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir auch noch hier... Ah, da guck mal, da war eine Plünderer-Montur drin. Also wir haben schon zwei Monturen hier bekommen in Dead Kings. Hier waren wir das erste von zwei Artefakten. So, und hier ist jetzt die Kiste, die wir brauchen. Der ganze Aufwand für einen Schlüssel. Was ist nur hinter dieser Tür? So, den legendären Schlüssel haben wir jedenfalls. Zu Napoleons Truhe geschlichen. Jetzt müssen wir nur noch aus diesem Gebiet entkommen. Jetzt wollte ich gerade mal schauen. Wir können auch... Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Wie würden wir denn in die Richtung kommen? Das ist ja... Hier ist ja zu. Vielleicht von unten durch. Wenn wir hier runtergehen, da war es ja... Da ging es ja noch weiter. Vielleicht, wenn wir hier durchgehen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich wollte mal schauen, wenn wir schon mal hier gerade sind in dem Bereich, ne, wo man hier so hinkommt oder was es hier so gibt. Du bist bestimmt der Anführer, ne? Ja, das habe ich doch direkt gesehen. So, den Anführer haben wir. Der Rest sollte also eigentlich aus Angst fliehen und das macht er jetzt auch. Perfekt, so. Wenn ich hier weiterkomme... Das sind halt wirklich riesige Höhlen hier. Aber ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, oder? Oder auch nicht. Ah, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht doch. Ah, doch, sieht gut aus. Okay, da unten ist die Kiste. Die wollte ich haben. Man muss halt nur mal so ein bisschen schauen. Also die Höhlen hier sind wirklich riesig und man kann sich echt schnell verlaufen. Dann ist das auf einer unterschiedlichen Ebene und sowas, ne? Ja. Aber 5000 Livre und ein bisschen Mörsermunition. Dann haben wir hier noch eine weiße Kiste. Die gehen ja immer easy. Und da vorne noch eine rote. Ach, guck mal, jetzt funktioniert die Animation gerade nicht. Aber die geöffnet hat er sie trotzdem. 8 von 13. So. Und da unten ist noch die eine rote. Die wollte ich zumindest alle mitnehmen, weil ich komme halt immer nicht so oft dann hier vorbei. Und wenn wir jetzt gerade hier sind, dann machen wir es halt jetzt eben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die alle sammle, weil wegen dem Geld ja eigentlich nicht. Brauchen tun wir das nämlich nicht mehr. Aber ich meine, es gibt auch Mörsermunition und ja, wer weiß. 9 von 13 hier in dem Bereich. Gut, dann laufe ich jetzt einfach mal den Gang lang. Das wird schon irgendwo hinführen. Wir sollen ja sowieso aus dem Gebiet entkommen. Vielleicht kann ich zum Beispiel auch hier rechts. Vielleicht geht es da auch raus. Ah, nee, das sieht eher nach dem Eingang aus. Aber durch komme ich auch gar nicht. So, wir töten wieder den Anführer. Das ist zumindest der Plan. Zack, den Anführer haben wir, der ist tot, dann haben die Angst, so. Und auch die hatten hier noch eine Kiste stehen bei sich. Ah, okay, von der anderen Seite oder was? Okay, von der anderen Seite. Und da ist auch noch ein Zweispitz. Also ich meine, das ist natürlich wieder relativ viel hier so gesammeltes Zeug, aber... Es ist halt hier in den Höhlen auch dann wieder ein ganzer Bereich eigener Sachen. Und jetzt sind wir fast raus. Ah, da vorne ins Wasser muss ich. Das ist natürlich eklig hier, aber gut, wenn wir hier durch müssen. Wir sind jedenfalls aus dem Gebiet entkommen. Damit haben wir auch die Mission abgeschlossen. Kriegen hier 25.000, haben den dritten von 4 Zweispitzen in dem Bereich. Und ich glaube, da vorne ist sogar schon der letzte. Jawohl, da ist schon der letzte. Und es sieht fast so aus, als könnten wir da auch raus dann. Hi Jungs! 3 Jungs hier am rumstehen, aber ich meine, dann töten wir die halt auch noch eben.
was schmeißt du denn hier nach mir? Wurfmesser oder was? Ich glaube, dir geht's so gut. So, auch das holen wir natürlich. Dann haben wir nämlich alle vier hier in dem Bezirk. Das ist doch auch nicht schlecht, ne? Haben wir die alle gemacht? Die Truhen haben wir noch nicht ganz alle, aber da fehlen auch nicht mehr viele. Und ich würde jetzt aber sagen, wir gehen hier nach oben und hauen ab. Zumindest die Mission ist ja schon beendet. Da musste ich ja nur aus dem Bereich fliehen. So, wir rennen direkt straight zum Anführer. Wobei, das war der falsche. Das hier ist der Anführer. Ja, man muss immer wieder mal blocken. Selbst wenn man nur den Anführer töten möchte, die greifen natürlich an die anderen, solange bis der nicht tot ist. Und dann muss man immer wieder mal deren Angriffe auch abblocken. Aber jetzt haben wir die. Und die stehen hier wieder rum und haben Angst. Na gut. So, die Betäubungsbomben sind voll. Und jetzt sind wir aber doch wieder in einem Gebiet, was wir schon kennen, oder? Haben wir jetzt gerade den Anschluss sozusagen hier drüben gemacht, oder was? Da ist jedenfalls irgendwo der Eingang oder der Ausgang. Ich denke mal... Aber da unten waren wir ja schon mal. Moment, hier waren wir ja alles schon mal, ne? Also, hier komme ich doch wieder nach oben auch, oder? Das wäre nämlich mein Wunsch jetzt erstmal gewesen. Nach oben abhauen und das Ganze verlassen. Ich glaube, wir sind richtig. Jawohl. Also, ich habe einen Ausgang gefunden. Ich bin jetzt nicht zu dem richtigen vielleicht, aber wir haben einen Ausgang gefunden. Und das ist die Hauptsache. So, einmal hier hoch. Gut, die Laterne können wir ausmachen. Wir sind rausgekommen ans Tageslicht. Juhu. So, okay. Einmal auf die Karte schauen. Wo sind wir? Was machen wir? Wir sind hier. Die nächste Mission, die ist... Moment, das war falsch. Die nächste Mission, die ist tatsächlich unterirdisch. Das war ja mal richtig clever gerade. Ah, das kann doch nicht sein. Die Dornenkrone, das Relikt beschaffen. Okay, jetzt bin ich extra rausgelaufen. Und jetzt sehe ich, dass wir eigentlich nach unten müssen. Okay, dann ist aber die Frage, ob wir nicht vielleicht woanders nach unten gehen. Also nicht hier, sondern vielleicht da zum Beispiel. Ich glaube, dass wir da näher dran sind. Naja, die Mission zeigt auch nach unten, ne? Das ist irgendwo unterirdisch. Das ist natürlich clever jetzt, also da habe ich nicht drüber nachgedacht. So, den Dieb haben wir auch schon. So schnell geht das. Wie gesagt, ich kann mich noch immer freuen, dass sie das direkt vor mir sozusagen klauen. Dann werden wir die nämlich direkt wieder los. Okay, da vorne ist ein Untergrundeingang. Dann gehen wir da mal runter und schauen, wie wir von dort aus zur Mission kommen vielleicht. Es müsste doch eigentlich alles verknüpft sein, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Jungs, könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? Vielleicht können wir das arrangieren. So, komm mal, so machen wir das. Und dann gehe ich hier nach unten. Zack, und ihr könnt da oben noch ein bisschen spielen, okay? Machen wir das so. So, gehen wir doch einfach mal hier runter. Und hier hängt auch noch so ein Artefakt nebenbei. Eins von drei. Hier war ich also auch wieder schon noch nicht. Es gibt dann doch immer noch neue Bezirke, ne? Zack, zack, die beiden haben wir. Damit haben wir auch den Anführer. Hi, Jung, alles gut? Ja, ne, stört dich nicht, wenn ich hier die Kiste mitnehme, oder? Da vorne ist auch noch ein Zweispitziger, also... Es gibt tatsächlich so viel Untergrund. Ich hätte das gar nicht gedacht. Saint-Denis oder Franciat, da oben ist ja schon relativ groß, aber was es dann noch alles unten gibt, das ist echt krass. Oh, 4 von 4. Das war der letzte, der hier noch gefehlt hatte in dem Bereich. Und die Kiste ist wahrscheinlich auch dann eine der letzten. Den Eingang hatte ich anscheinend noch nicht benutzt vorher. Und ich habe auch schon wieder 20.000 in der anderen Truhe, aber na gut. Wir haben auch schon noch 500.000, deswegen. 12 von 13. Okay, genau. Eine Truhe fehlt noch. Ich laufe jetzt einfach erstmal hier lang, ohne genau zu gucken, wo ich hin muss. Und dann gucken wir mal, ob es überhaupt von hier die Möglichkeit gibt. Wenn ich jetzt mal auf die Karte gucke, wo bin ich gerade? Ich bin hier und wir müssen aber nach dort. Nee, dann ist das tatsächlich nicht erreichbar von hier aus, denn wir müssen ja dann den Eingang da nehmen. Oder den, also einen von den beiden. Okay, dann heißt das ja, der Eingang, den muss ich mir mal markieren. Und wir laufen am besten einfach wieder zurück, oder?
Wir laufen am besten einfach wieder zurück und gehen wieder hoch. Zumindest habe ich jetzt hier die Sachen noch geholt, die hier noch fehlten. Den letzten Zweispitz, die letzte Kiste oder die vorletzte Kiste. Und ja, gut. War ja jetzt nicht so tragisch. Ich gehe dann nochmal nach oben, gehe dann zu dem anderen Eingang. Der müsste eigentlich direkt zu unserem Ziel führen dann. Man findet sich halt hier in dem Untergrund nicht so leicht zurecht, ne? Man muss sich erstmal daran gewöhnen. Das ist halt was ganz anderes, als oben in Paris rumzulaufen hier. Diese düsteren Gänge auf verschiedenen Ebenen und so. Aber jetzt weiß ich ja zum Beispiel schon, hier ist wieder dann der Ausgang. Da kommen wir wieder raus. So, die Jungs lassen wir einfach in Ruhe und laufen direkt einfach zu dem Eingang da hinten. Allerdings war hier Sperrgebiet. Die Jungs sind gar nicht glücklich, dass ich hier lang gelaufen bin. Alles voller roter Wachen hier. Und immer wieder gehen sie mir auf die Eier, ne? Aber das ist ja nichts Neues. So, die Jungs werden auch alles suspicious. 230 Meter. Also es wird ja auch hier das Ausrufezeichen angezeigt, aber wir müssen ja erst nach unten. Insofern, ich würde jetzt den Eingang da hinten nehmen. Ich glaube, der ist ganz gut. Da sollte ich den Weg zumindest finden. Aber hier in dem Bereich dann, da unten waren wir ja, glaube ich, schon. Das ist ja dann da, wo es zu der Höhle geht. Wir haben ja auch den Schlüssel. Insofern wollen wir da natürlich rein. Die Kiste nehme ich kurz mit, weil wir gerade hier sind. So, das war Nummer wie viel? Wie viel haben wir jetzt hier in dem Bezirk? 8 von 10. Also von den Kisten her bin ich ganz gut dabei, was das Plündern angeht. Da haben wir schon einen Großteil auch gemacht. Die Tür, die einfach mal direkt, weil wenn wir an denen vorbeilaufen, dann haben die immer direkt, sind die immer direkt verdächtig oder werden direkt, verdächtigen uns direkt. Und da bin ich immer dann, ja, ich finde das nicht so geil. Deswegen töten wir die doch direkt. So, hier ist ein Brunnen, da kommen wir nach unten. Ich muss noch weiter nach unten. Nee, obwohl, hier sind wir schon richtig. Königliche Krypta, genau, da wollen wir hin. Allerdings muss ich wieder... Oh, wir haben kein Öl mehr in der Laterne. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann haben wir hier wieder neues Öl. Und dann werden wir auch die Fledermäuse los hier. Jawohl, die werden wir los, wunderbar. Oh, hier haben wir einen Anführer, das ist ganz gut. Den können wir nämlich direkt töten und dann sollten auch alle, die sonst noch in der Nähe sein könnten, uns in Ruhe lassen. Jungs, euer Anführer ist tot. Ich sagte, euer Anführer ist tot. Naja, okay. Das juckt die herzlich wenig. Da ist noch ein Anführer, glaube ich. Zack. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir sind hier, wir wollen eigentlich hier so rum, ne? Ist eigentlich egal, wie rum. Ist eigentlich egal, wie rum. Wir können hier lang gehen, wir können aber auch durchs andere Gegend gehen. Also inzwischen geht es ja bei mir halbwegs mit den Wegen hier. Ach so, oh, das ist natürlich blöd. Genau, ja, das war das, wo wir schon mal ganz am Anfang waren. Und da kommt man nicht lang, da muss man nämlich, genau, da kommt man da runter und da muss man hier wieder hoch. Okay, also geht nur die andere Richtung. Das wusste ich gar nicht mehr, dass das so war. Naja, okay, wissen wir jetzt. Dann gehen wir dort entlang. So, Jungs, ihr könnt ruhig hinterherlaufen, wenn ihr lustig seid. Könnt ein bisschen mitkommen. Da kommt noch ein Anführer und so. Ich laufe einfach mal durch alle durch. Die sollen mich ruhig in Ruhe lassen. So, wenn ich hier bin, dann muss ich wo lang? Durch den Gang da und dann einfach nach... Okay. Und dann einfach nach rechts, oder? Ist das richtig? Ich laufe einfach. Also die sollen mir ruhig hinterherlaufen. Das stört mich eigentlich nicht. So, einfach alle ignorieren. Alle ignorieren, alle ignorieren, alle ignorieren. Weiterlaufen und weg sind wir.
Und dann können wir hier die Mission annehmen. Oder halt den Schlüssel reinstecken und die Tür öffnen. Anonym werden. Okay, Moment. Dann müssen wir noch warten. Und zack. Die Dornenkrone, Sequenz 13, Erinnerung 6, Schwierigkeit 5, 40.000 Livre und eine Belohnung, die wir noch nicht kennen. Und wir sollen das Relikt beschaffen. Tja, welches Schlüsselloch ist das richtige? Den Schlüssel haben wir zumindest. Und nun zum Artefakt. Verzeihung. Ein meisterhafter Dieb. Herzlichen Dank. Und was ist mit dem Kommandant? Sag ihm, dass ich kündige. Na gut, der nette Herr da oben, der macht sein eigenes Ding. Der sagt Napoleon nicht Bescheid, sondern will sich den Schatz selber schnappen. Tja, jetzt ist die Frage, wollen wir nach oben oder wollen wir hier lang? Oh, Leon ist auch irgendwo. Kleiner Mann, danke. Ah, der hat uns was runtergeschmissen, okay. Ich will herausfinden, was ich im Tempel verdirbt. Er wird scheitern, denn ich bin Assassine. So, wir haben unsere Laterne zurück, denn ich bin Assassine, sagt das hier in so einem richtig coolen Ton. Jetzt ist natürlich das Problem, wir wollen ja auch nicht nass werden. Da vorne haben wir jedenfalls Öl. So. Okay, und jetzt wollen wir ja irgendwie hier rauskommen, ne? Das hier ist zu, hier liegen auch so ein paar Leichen noch, Skelette rum. Jetzt muss ich mal schauen, irgendwo kommen wir ja lang. Aber die Wände sehen alle nicht so erklimmbar aus hier. Sind sie wahrscheinlich auch nicht. Nein! Oh, er springt ins Wasser. Du Idiot! Weißt du nicht, dass das Öl unbrauchbar ist, wenn wir ins Wasser springen? Meine Güte. Ich werde das Öl brauchen. Ich glaube, das ist so gedacht, dass man das Öl hier holen muss, weil wir es brauchen und dass man dann darüber muss, ohne nass zu werden. Ich glaube, so ist das. Aber dann darf er natürlich nicht ins Wasser springen. So, jetzt haben wir jedenfalls Öl in der Laterne und die ist auch nicht nass. Ah, genau. Ja, genau. Wir müssen hier hoch und dafür brauchen wir Öl in der Laterne und wir dürfen nicht ins Wasser springen. Haben wir jetzt aber schon mitgenommen. Genau sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. Oh, hier ist was zum Öffnen. Ah, sieh mal einer an. Ah, das war das. Okay, clever. Jetzt können wir nämlich jederzeit zurück und uns das Öl holen, ohne dass wir diesen Weg gehen müssen. Das ist natürlich echt cool. Na gut, also jetzt hier weiter. Denn wir werden noch weiterhin Öl brauchen, aber haben eben keins. Jetzt ist die Frage, wird mein Öl wieder unbrauchbar, wenn ich da durchgehe? Ja, das wird es. Das bedeutet ja... Das bedeutet ja, wartet mal. Ich überlege gerade, ob ich wahrscheinlich ja anders weiter muss. Ich muss wahrscheinlich... Huch, wo kann ich denn hier noch drauf? Ich kann auch auf irgend so ein Seil drauf hier. So eine Kette. Also das Wasser wird einen Sinn haben. Das wird einen Sinn haben. Ich muss irgendwie mit Öl weiterkommen wahrscheinlich.
Genau, da kommen wir zum Beispiel nicht hoch, weil wir kein Öl haben. Okay, also. Lasst mich mal nachdenken. Das Wasser, das Wasser, das Wasser. Wahrscheinlich, wahrscheinlich doch. Bestimmt kann ich jetzt von hier aus. Genau, sowas habe ich mir gedacht. Jetzt kann ich nämlich von hier aus dieses Gitter aufmachen. Perfekt. Und dann kann ich nämlich hier ans Öl dran. So, das ist richtig, genau. Also, müssen wir aber dann beim nächsten Mal weitermachen, ne? Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Überlänge. Also, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Dead Kings. Ich finde das ja richtig cool. Das ist nämlich im Gegensatz zum, zu der Hauptstory. Sie gibt hier tatsächlich so ein paar Rätselmissionen auch. Also, bei der Hauptstory hatten wir ja kaum Sachen, wo wir irgendwie mal rätseln mussten. Aber bei Dead Kings waren jetzt schon öfters Rätsel, dass man irgendwelche Plattformen drücken muss, dass man irgendwie bestimmte Wege herausfinden muss oder so. Und das gab's bei... bei Unity normal fast gar nicht. Das finde ich echt schön, dass es das jetzt wieder gibt. Das sieht doch schon mal sehr spannend aus hier. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schalte wieder einmal Unity, Dead Kings, bis dahin, euer Waller. Ich bin raus. Bye, bye.